So. Finale. Für die letzte Partie musst du den Rahmen deiner Haupteinheit zu Jack in the Bot ändern. Ist das so richtig? Oh, eine neue Eagle-Sniper. Rahmen deine Haupteinheit zu Jack in the Bot. Ja, toll! Jack in the Bot! Was soll das heißen, Jack in the Bot? Ich habe keinen Jack in the Bot. Ich kann auch keinen Jack in the Bot herstellen. Der Rahmen. Das ist doch der Rahmen. Jack in the Bot. Oh, wahrscheinlich kann ich das nur meinem geben, ne? Oh, ich will nicht der Jack in the Bot sein! Ganz ehrlich, mit meiner Strategie würde ich da besser verfahren. Aber ich gehe nicht ohne Angriff rein. Thank you.
kann ich zweimal Bewegungsgeschwindigkeit, ne? Verbesserung des Nahkampfs. Dann machen wir den zu der Einheit, die wir ablegen mussten. Okay, das schaffen wir. Hoffe ich. Endlich ist der Augenblick der Wahrheit gekommen. Oh. Hey, ist das... Okay, da lag ich wohl falsch. Ihr habt es echt bis ins Finale geschafft. Stimmt. Und wir sind scharf auf den Sieg. Dann strengt euch mal lieber an. Wir machen euch nämlich sicher nicht leicht. Wir sind auch heiß auf den Sieg. Genau so muss es sein. Keine Sorge, wir verlieren nicht. Das garantiere ich. Wir. Ja. Okay, dann hast du wohl nicht nur deine Maschine optimiert, was? Freut mich. Dann wird das ein richtig wildes Match. Du bist reifer geworden, Junge. Was? Hey, was hängst du hier rum? Komm schon, wir müssen uns vorbereiten. Sorry, dass ich euch unterbrechen muss, Sayo Kids. Bis dann. Wir haben das in der Tasche, Okitegawa. Ich bin zuversichtlich. Ich auch. Leute, heute vereinen sich unser Geist und unsere Herzen zu einer einzigen mächtigen Einheit. Gewinnen wir das Ding. Ich will aber nicht den Jack in the Box einsetzen. Aber muss ich ja wohl. Oh. Oh, der ist schnell. Ah, verdammt! Ich gehe! Los! Ich gehe! Ich gehe!
よっしゃ限界だ。Oh, der macht mir den Weg frei. Was ist denn da los? Ah, verdammt. Verdammt. Ah, so wird's. Okay. Ah, Sieg! Na, jetzt bekommen wir die IP-Daten, nachdem wir das Spiel nie wieder spielen werden, ne? Ja, vielleicht fürs DLC, aber das DLC... Ob ich da noch mal so eine Maschine nehme. Aber wir haben gewonnen. Nando! Oja Totori Kadai, Yaburetari! Shoyo Okan wo tskandano. Seiryo Koko, Robotoba da! いかがですか？優勝の感想を。そうですね。ここまで来るのに本当にいろいろあって。本当にみんな仲間のみんなのおかげなんです。お北川？マジで？これは。俺一人の力じゃないんです。みんなが力を合わせたからこそ勝ち取ることができたものなんです。みんな本当にありがとう。星稜ロボ部は最高だ。部長。Ah, damit haben wir das auch hier mal erledigt. So, wir haben die Robo-Rally gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben echt gegen das Toto College of Science gewonnen. Ja. Tsukumo? Ich habe den Laptop analysiert. Cool, beeindruckend. Je und je. Der alte Tsukumo. Bist du in der Seiyo? Ich kann ihn vorbeibringen. Wirklich? Das wäre super. Kannst du zum Krimi-Club kommen? Die Leiterin wird sicher auch wissen, was drauf ist. Ah ja, jetzt erfahren wir ja noch ein bisschen mehr. Oh, dieses erstaunlich clevere Mädchen, das ich endlich mal kennenlernen will? Ja, geht klar. Hoffentlich finden wir Hinweise zum Professor. Oh ja, das wäre cool, wenn wir jetzt was rausfinden, aber... Ich glaube nicht, dass das in einem Club jetzt so krasse Infos geben wird, sondern dass wir wahrscheinlich im Krimi-Club dann den Rest auf den Fersen gehen. Ich denke mal, erst wenn wir alles erledigt haben, kommen wir im Krimi-Club auf. Oder es war wirklich der Robotik-Club, der gefehlt hat, um beim Krimi-Club mal so richtig schönen Fortschritt zu machen. Aber glaube ich nicht.
Hallo, Entschuldigung für die Verspätung. Freut mich, Sie kennenzulernen, Tsukumo-san. Ich bin Kyoko Amasawa, die Leiterin des Krimi-Clubs. Oh. Oh, du bist also die berühmte Amasawa-san. Yagami-san hat mir schon viel von dir erzählt. Du hast mit deinen Adleraugen die Kameras entdeckt, die wir neulich installiert haben. Da wusste ich sofort, wie scharfsinnig du bist. Scharfsinnig? Ach, ich bitte sie. Da ist es nur passend, dass ich dich aus Respekt als Amasawa Yoshi anrede. Bitte was? Amasawa Yoshi? Yagami-san? Tut mir leid, er ist manchmal einfach so. Hey, alles klar, Yagami-shi und Amasawa Yoshi? Dann kommen wir mal zur Sache. Zuerst einmal zu der Untergrund-Website, die du entdeckt hast. Die war extrem gut gesichert. Ich bin nicht reingekommen. Du konntest die Seite hacken. Ich habe einiges ausprobiert, aber es ist wohl unmöglich. Unser Widersacher ist uns überlegen. Dann der Laptop. Oh, was hast du drauf gefunden? Er wurde offenbar verwendet, um Befehle vom Professor zu empfangen. Befehle? Per E-Mail? Ganz genau. Aber der Laptop enthält keinerlei E-Mail-Daten. Er wurde so programmiert, dass jede E-Mail automatisch gelöscht wird, sobald sie gelesen wurde. Man kann sie nicht wiederherstellen. Ich habe mir also jede Menge Stress gemacht, um einen Laptop zu besorgen, auf dem nichts Brauchbares zu finden ist. Yagami-shi. Nicht vergessen, ganz egal wie gut die Sicherheitsmaßnahmen sind, der Mensch hebelt sie aus. Was soll das bedeuten? Seht euch das hier mal an. Es sind Textdateien auf dem Laptop, in die jemand Abschnitte aus den Mails des Professors kopiert hat. Nachdem die E-Mails sofort nach dem Lesen gelöscht werden, haben die Handlanger des Professors die Anweisungen wohl rauskopiert, damit sie sie nicht vergessen. Was sind die doof? Oh, sind die doof. Deswegen macht man solche Sicherheitsmaßnahmen, damit die Dödels dann aufschreiben. Nein. Wow, das ist echt mal unvorsichtig. Und was steht drin? Seht's euch an. Auf die Seiyo High geht ein Junge namens Tetsuro Kurumasaki. Er ist ein guter Junge und arbeitet hart. Führen Sie ihn auf die schiefe Bahn. Davon werden auch Sie profitieren. Zu den Details melde ich mich noch. Die anderen 7 Schüler der Seiyo High habe ich bereits kontaktiert. Dabei brauche ich auch Ihre Hilfe, Professor. M. M? Das ist... Der Professor hat Kurumasaki Kurum ganz gezielt ausgesucht. Er wollte ihn also auf die schiefe Bahn führen. Ah. Ja, sieht so aus. Und außer mit Kurumasaki-kun wollte der Professor das noch mit 7 anderen Schülern machen. Insgesamt also 8. Nach welchen Kriterien er die Schüler wohl ausgesucht hat? Würde mich auch interessieren. Es könnte nämlich einen Hinweis darauf geben, wer der Professor ist. Wenn wir herausfinden, wer die übrigen 7 Schüler sind, sind wir der Wahrheit einen Schritt näher. Die Rache des Nerds. Ermittlungsakte 2. Und ich glaube, ja, man siehe da, der Krimi-Club kriegt überhaupt keinen Fortschritt, weil wir die lösen. Das heißt, der Krimi-Club startet bei 14%. Und wenn wir die Motorradgang gemacht haben, geht der Krimi-Club weiter. Und das wird das Einzige sein, was da nur noch übrig bleibt. So, 2 Stunden haben wir noch Zeit für die Motorradgang. So,